Guten Morgen, Rosemaries. Heute mal nicht aus dem LKW, sondern mal heute von mir zu Hause. Heute ist der große Tag des Euregio-Konvois. Heute ist nämlich Tag des Kindes. Und heute startet der Konvoi. Ja, ich zeige euch mal den LKW. Den habe ich schon rausgeputzt. Und den bestücken wir jetzt. Und dann geht es um 7:30 Richtung Treffpunkt. Ja, die Sonne scheint schon und wie ihr seht, ich habe den LKW zu Hause. Ne? Ich habe ihn geputzt. Er glänzt wie ein Aal. Guckt euch das an. Hier, die Sonne scheint. Oh, das wird ein schöner Tag. So wie es sein soll. Nur für die Kinder. Ah, guckt euch das an. Steht da in wahrer Pracht, frisch gewienert von innen und außen. So muss es sein. Ja, wie gesagt, heute ist der Konvoi. Heute geht's los mit den Kindern. Heute spielen wir Kindertaxi im LKW. Ja, so nicht anders. Jetzt machen wir noch ein paar Vorbereitungen und dann geht es los. So, es geht los. LKW ist fertig. Ja, schön gestylt. Ja, der Hund bellt auch im Hintergrund. Zeige ich euch mal. Ah, nicht den Hund. Ja, unser Fahrtaxi ist bereit. Und jetzt fahren wir zum Konvoi. Bis später. So, jetzt nehmen wir auf. Auf zum Konvoi! Es geht zum Konvoi. Die Kinder warten auf uns. Das Taxi ist unterwegs. Wir haben Bombenwetter. Die Stimmung ist gut. Die LKWs kommen. Ungefähr 100 LKWs für 100 Kinder. Heute geht es von Deutschland nach Holland. Rüber nach Belgien und wieder zurück nach Deutschland zum Sammelpunkt. Stellt euch alle an die Straßen, winkt den Kindern zu, die freuen sich. Und das Lächeln, glaubt mir, das ist unbezahlbar. Ich guck mal, ob meine Hupe geht. Das war der kleine Hupentest. Auf jeden Fall, jetzt sind sie alle wach. Ja, jetzt soll er hin. Feuer frei für die Kinder.
so ein scheues Pferd ist, sollte man nicht unbedingt an der Straße langlaufen. Willst du die Sonne sehen? Ja. So schnell du kannst, wir dürfen eine Ehrenrunde fahren. 120. Ja, mit Oval sogar, mit Oval, Steilkurve. Denkst du mal, dass wir nachher aus unserer Runde auf den Minutenabstand und trotzdem so in der Kolonne wieder treffen, dass der Minutenabstand gar nicht gehalten werden kann? Dann nochmal der Hinweis für alle, denkt dran, auf dem Testgelände ist absolutes Rauchverbot und daran halten, die sind da sehr streng. Ah ja, okay, danke für die Info. Nee, das ist kein Witz, die greifen da durch, wenn die uns rauchen sehen, schmeißen die uns da runter. Hat noch einer Nikotinpflaster? Dann verliere ich das gleiche. Aber mal, nur noch ein bisschen. Ach, finde ich. Ich würde nicht immer Papa anhaben, aber die wäre es meine Tochter. Mensch, Bulli, muss das sein? Geht weiter, geht weiter. Raucht schneller, Oh,
Geil, wir dürfen aufs Oval. Feuer frei. Wir geben jetzt Gas. Ab aufs Oval. Hier live vom Eurekio Benefizkonvoi im Weltkindertag. 1. Juni 2019 hier in Altenhofen vom Altenhofener Testing Center, auch genannt Teststrecke. Ja, ich zeige euch mal hier so ein bisschen was. Hier ist die Anmeldung für die Fahrer. Es sind schon fast alle Fahrer da, bis auf 2, 4, 6 Stück. Ja, hier sind die freundlichen Damen der Anmeldung, Registration. Hier das Papierkram, da hinten ist die Anmeldung der Kinder. Ja, und die Stimmung ist gut, das Wetter ist Bombe. Guck mal. Hier draußen stehen die ganzen Raucher, weil auf dem Gelände ist absolutes Rauchverbot. Ja, absolutes Rauchverbot und alle Raucher, wir müssen raus. Aber das ist auch nicht schlimm, das machen wir gerne. Wie gesagt, Musik ist da, die ersten Kinder sind da. Ja, und natürlich, hier ist die Teststrecke, ich zeige euch das mal. Das ist die Teststrecke mit Oval. Mit Oval, ja, der Text, der ist gut, der da steht. Wir sehen es ja jeden Tag auf der Autobahn. Das braucht keiner. Ja, da sind die ersten LKWs. Nummer 1 ist der Armin. Davor steht der Ralf. Ja, wie gesagt, hier ist für alles gesorgt. Bleibt euch wohl. Drohnenpiloten sind auch da. Ja. Der Autohersteller bzw. Polierer. Geile Farbe, muss man ja sagen. Ne? Oh, hier. Der Armin schwer am Arbeiten. Ne? Ja, genau. Alles klar, Ralf? Muss. Gut. Auto gewaschen, alles ja, liegt auf. So gehört sich das. Ja, ich gehe mal gucken, was hier los ist. Da ist schon leichte Gänsehautstimmung hier, wenn man sieht, was hier los ist. Ja, das passen wir auf nachher. Ja, ja. 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 Fernsehen ist auch schon da. Ja. Echt? Ah, guck mal! Der steht hier in der ersten Reihe, der junge Mann.
Ah, Renault ist halt ein schönes Auto. Ja, das ist der LKW vom Ralf. Er hatte mich gefragt, welcher ich dann kaufen soll. Habe ich gesagt, kaufe Renault. Hat er gemacht. Guter Mann. Guter Mann. So, hier stehen die ersten in der Reihe. Ja, Hupe geht. Ja, das Hupen wird heute der größte Teil unserer Beschäftigung sein. Ne? Denn die Kinder, die möchten hupen. Ich gehe jetzt mal mit euch hier durch die Reihen. Wir haben richtig gutes Wetter, kann ich euch sagen. Hier knallt so richtig die Sonne. Ja, das ist wichtig. Ne? Wir sind alles Fahrer mit Herz für Kinder. Wir haben auch so ein Herz, was viele ja nicht kapieren. Denn wir versorgen das Land und entsorgen das. Und das machen die LKW-Fahrer und nicht die Politiker. Aber das ist bei denen noch nicht angekommen. Leider. Aber das macht nichts. Wir zeigen denen das schon. Ja, wie gesagt, wir haben die 100 LKW fast erreicht. Wir haben sogar ein paar Kehrmaschinen. Das ist auch gut. Kehrmaschinen haben wir auch. Selbst ein Abschlepper, falls mal einer liegen bleibt. Wir haben einen kleinen Abschlepper und hinten steht auch ein großer Abschlepper. Ja, die haben sich hier was einfallen lassen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und das machen wir jetzt hier. Für die Kinder tun wir alles. Ach ja, denkt dran, in 2 Wochen ist schon der nächste Konvoi, da werde ich auch dabei sein. In Gotha. Ne? Da sind wir dann auch dabei. Ja, hier, schön. Schön. Gute Flotte. Die ganze Scheiße abgemacht. Wie gesagt, hier ist richtig was los. Der Sascha seiner. Ja. Ist ganz wichtig, guck mal, da kommt der Sascha. Ja. Weil eben Dienstleitung angelegt, da sind wir schon wieder. Ja, gut. Hallo. Und freust du dich schon? Ja, sehr! Gut. Bis jetzt im Video. Ich hoffe, ich habe deine Erlaubnis. Gut. Definitiv. Obwohl, die habt ihr ja schon alle hier ergeben, hier auf dem Gelände. Ich bin da sowieso nicht so empfindlich. Ja, aber auf gewissen Sachen sollte man empfindlich sein. Ja, das ist auch richtig so. Ja, war der schon hinten durchgegangen? Bis ganz hinten? Nee, ist noch nicht gewesen. Ja, ich will mal ein bisschen vorlaufen. Gute Mütze. Ja, ne? Ja. Nur der Tigo da oben dran ist. Ja, das war mein allererster LKW. Mein allererster LKW. Nee, ich habe ja noch ein LT913 gefahren, okay, bevor der Atego kam. Aber davon gab es kein PIN bis jetzt. Ja, den bin ich dann auch noch gefahren. Und ein Mercedes 815. Damit hat F90. Hat das ganz übel angefangen. Klar. Sascha, wir sehen uns gleich. Ich will nochmal durchgehen. Alles klar. Bis später, ne? Jo. So, Sascha, wie gesagt, man muss ja immer den Leuten auch reden. Na, ganz wichtig, hier mein Auto. Ne? Fahr am Herz. Wir haben alle Herz. Na, das soll man nicht vergessen. Wir haben alle Herz. Wie gesagt, das ist hier richtig was los. Jeder hat seinen individuellen Style. Ich habe diesen hier. Meine Tochter hat den Bären gespendet. Ja, ja, Ladungssicherung ist nicht so hundertprozentig perfekt, falls wieder welche anfangen zu maulen. Aber das wurde so abgenommen und es ist in Ordnung. Klar, man kann das immer noch verbessern, aber das Ding ist halt 2,20 Meter groß. Das ist halt echt ein Problem mit dem Teil. So, hier sind die ganzen LKWs. Gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir schon 10 Uhr haben. Um 10 Uhr wollten wir eigentlich loslegen. Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Morgen. Wie gesagt, alles, was Rang und Namen hat, ist hier. Die meisten sind hier aus der Gegend. Viele sind, oh, hier, guckt euch das an. Ein Hauber. Lieben Gruß an Stefan. Ne? Der Stefan weiß schon, wen ich meine. Ne? Ich habe mal Esser. Aus Eschweiler. Ja, die stehen hier in der Schallkohle. Wo steigt ihr ein? Geht schon los? Ach so. Okay. Wie wir die Nummern haben, wie soll das denn jetzt gehen? Wie soll das denn jetzt auch mal rumfahren? Funktioniert doch gar nicht anders. Na ja gut, dann gucken wir mal. Dann muss ich ja auch gleich los. Welche Nummer hast denn du? 100. 100? Oh. Dann bin ich weit vor dir. Aber 100 ist doch gut. Ne? Na gut. Oh oh. Da ist was kaputt gegangen. Kehrmaschine. Schade, dass ich das nicht live auf Video hatte. So, gut. Dann gucken wir mal. Sollen wir ja aufrücken? Ich weiß zwar nicht wie. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden hier. Seht ihr schön, im Grünen ist das Testing Center. Mitten in der Jülicher Börde. An der A44 Richtung Aachen. War schon ein imposantes Bild hier, wenn die hier so schräg stehen. Ja. Gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt laufen soll. Ich melde mich später bei euch. Guck mal. Ach ja, die Kirche, die Tracker Church, ist auch da. Ach ja, habt ihr das schon gesehen hier? Ich habe einen neuen Aufkleber am Luftkessel. So. Dann nochmal von der Seite. Ja, wie gesagt, da hinten ist das Oval. Erwischt. Ja, erwischt. Töchterchen ist auch da. Hallo. Sag mal hallo. Guck mal hier, das ist ja hier. Guck mal. Sie hat den Bärenlauben zur Verfügung gestellt. Ja. Aus ihrem sogenannten Teddybärlager. Ja. Ne? Das größte Teil, was wir gefunden haben, haben wir aufgenommen. Gut, bis dahin gespielt. Ich hab's schon gut gemacht, oder? Ja. Ich hab's mal gemacht.
Hallo Büchsenbuddies, hier live vom Euregio LKW-Konvoi. Und wenn ihr schon mal immer wissen wolltet, wie viele Leute gehen eigentlich in so einen LKW rein, das zeige ich euch jetzt mal. Erstmal stelle ich euch meine Co-Pilotin für den Konvoi vor und das ist die Sammy. Hallo Sammy, wink mal. Ja, guck, sie fährt heute zum ersten Mal LKW und sie freut sich schon ganz doll, endlich mal LKW zu fahren. So. Und dann haben wir ja noch mehr Leute. Ich sag ja, in so ein LKW gehen ganz schön viele Leute rein. Ne? Da meine Tochter ist da, die Laura und natürlich, so wie es gehört für einen Mann, ne? Er sitzt auf dem Fahrersitz, ne? Und er findet die Hupe ganz doll. Jetzt hup mal. Genau, so gehört sich das. Und wir warten jetzt nur noch auf das Startsignal, damit wir hier endlich losgehen können. Aber die beiden, die müssen dann aussteigen. Und ich und Sammy, ne? Wir werden hier dann knapp 4 Stunden lang durch die Euregio fahren, nach Holland, nach Belgien und zurück nach Deutschland. Und ich kann euch eins sagen, das Wetter ist Bombe. Mhm. Wir haben, was sagt die Temperatur im Display? Guck mal vorne ins Tacho, Dominik. 22 Grad. 22 Grad und wir haben es 10 Uhr und es wird noch wärmer. Also, es wird warm, aber wir haben genug gekalte Getränke dabei. Der Kühlschrank läuft auf Hochtouren und wie gesagt, die Stimmung ist sehr gut, auch unter den Fahrern. Und ich denke mal, wir werden viel, viel Spaß heute haben. In dem Sinne, bis später, macht's gut. Und wie heißt, sage ich immer so schön, ja, guck hier, hä? Keep trucking. Ja, tschüss. Tschüss. Wir wollen hier von mir mit Brötchen und Bockwurst, siehst du? Bist du so neidisch, Bulli, weil du noch nichts vergessen hast? Natürlich, immer. Aber ich kann halt sowieso nichts vertragen. Du brauchst halt sowieso nichts zu essen, du sollst fahren. Danke, ich merke, du fühlst mit, ne? Jo. Ich spüre komplett mit dabei, du doch. Fühlen mit dir, aber wir leiden nicht mit dir. Männer. Ich weiß, wo du wohnst. Das ist ein Lied, sonst fällt er auf dir. Nur andere Sachen macht er dann. Ja, ich weiß. Hast du gerade angerufen? Ja, auf dem Stativ. Die Kamera zeigt so nach unten, an welchen Ding muss ich da reden, damit die höher kommt. Muss mal gucken, da sind irgendwelche. Achso, du kannst einmal an dem großen langen Griff kannst du drehen. Da kannst du auch an den langen Griff, den langen Griff, den du hast, da kannst du, da ist ein Gewinde, dreh mal dran, dann kannst du irgendwas bewegen, entweder links, rechts oder rauf oder runter. Dreh mal an den langen. Da geht der hoch, ja. Genau, und dann auch die anderen, da kannst du auch alles bewegen. Muss ich mal gut durchprobieren. Da habe ich schon, aber das lässt sich nicht bewegen. Ja, auch das unten. So, wir starten nämlich jetzt. Ne? Geht los. Ja, ich leg das schon hin. Alles klar. Danke, bis später. Ja, bis später. Sollen wir auch das bisschen nach Kurse sitzen? Ja, klar. So. Also mal langsam los. Ach.
Ich kann jetzt nicht vorne, bitte nicht über die Plane fahren, sonst ist die hinüber. Wie im Stau, nach vorne fahren und reindrängen. Stimmt auch wieder, auf der Autobahn. Ja, genau. Ja, das ist wie, damit vermisst du das nicht. Das ist wie jeden Tag. Sind wir hier auf der A1 oder auf der A2, da brauchst du nicht reinzudrängeln. A7, Hannover. Geht doch. Nicht, dass es hier gleich noch einen Unfall gibt. Lass mal die kleinen Zahlen vor. Genau, lass mal die kleinen zuerst. Fünf Kinder zuerst. Ja, würde ich auch sagen. Die Kiddies wollen winkeln. Hallo, Kids, die am Bahnstreifen an der Leitplanke mal Platz machen. Dann machen wir mit Kind durchkommen. Ah, die müssen die Kehrmaschinen vorwegfahren. Die können alles sauber machen gleichzeitig. Wenn das schaffen sie nicht. Der Leitfolger. Ach ja. Mit Kinderfahren vor. Ist klar, das ist zusammen. Aber neben mir steht noch Chris und dahinter ist ein Marion. Da lasst die Marion noch vor. Vorbei bist. Aber auf dem Bann schreiben. Wie ist das schon längst? Ja, da müsst ihr selber mal durchlassen. Ja, Platz und rechts zurückziehen. Sind die da? Sind wir auch Kinder geworden? Also mein eigenes. Lass mal an die Hupe, rein sind wir in den Kindern. So, die wollen hupen. Ja, losfahren. Da muss man mal langsamer, damit wir auch langsamer schießen können. Mal gucken, Sascha, da wir nicht zusammenbleiben, weil das ist sowieso alles durcheinander. Die kriegen das nicht hin. Ja. Sascha, guck mal bitte auf die Sonnenbrille von meiner Kleinen bei dir drin liegt. Ja, Moment, guck mal. Ja. Ja, du kannst gleich vor mir reinziehen, sobald die rechte Schlange vorgezogen ist. Vielleicht noch ein Auto. Achso, der steht um. Die sind schon unterwegs. Die steht hier hinten an der Leitplanke. Denn ob der Konvoi schon losgefahren ist, ob da schon welche unterwegs sind. Die sind unterwegs. Die fahren gerade raus. Da ich mir draußen langsam machen, aber aufeinander schließen können. Also vorne mal langsamer fahren, damit wir aufschließen können. Ja, oh, sind hier die ganze Atmosphäre verloren vom Konvoi. Sind jetzt alle durcheinander hier. So, können wir draußen machen, bitte. Die Rennen dürfen wir in Minutentakten abfahren. Und denkt daran, wir müssen uns an der STVO fahren, nicht mal gut über die Ampel heizen. Lieber stehen bleiben. Ja, genau. Ja, du hast Rücksicht gemacht. Wir sind da, dagegen zu verstoßen. Du bist ja den Konvoi für irgendwie nochmal sagen, wir sollen ja mit den roten Ampeln da sehen, dass der langsamer fährt, ne? Es kommen eh nicht alle immer rüber. Wir haben alle Funk, da müssen wir halt mal vorne langsamer machen. Auf Gauss, die einfach die Straße frei. Hey, cool! Frage ist, sind denn alle auf dem gleichen Kanal hier? Ja, normal. So, auf jeden Fall, also 9 habe ich. Seid ihr alle auf den 9? Jo. Oh, Bulli, du weißt, du bist gleich. Nee. Hey, ich bin auf der 6. Jetzt sind nur noch welche auf einem, ne? Da seid ihr, lassen Sie jeden Einzelnen durch, ich stehe die ganze Zeit immer noch hier. Fahren wir jetzt rechts oder links oder gehen wir rechts und links? Und links. Und rechts. Mitte. Die Seite aus. Die Holz hat gar nicht. So links, Mitte, rechts, kommt nach links oder was? Ja, der Wolfgang rechts und links hier, Leute. Also Mitte und links raus.
Mario, wo stehst du? Ah, trotzdem totaler Schwachsinn. Alter, wenn du das bist, vor mir, ja, du hast noch einen roten Bier, Udo, ne? Noch einen. Könnte das sein, der vierte, dritte, fünf LKWs hinter dir. So. Und hier reite ich da irgendwo mit ein. Und noch Kinder. Ja, lass doch mal hier Mario und so, ich hab ja auch ein Kind drin. Ja, reite ich. Ey, du Schlumpf! Was denn? Was ist los hier? Ja, nix ist los! Wie immer! Aber das ist so, was uns fehlt, ne? Der Stau! Ne? Der Stau! Geht doch nicht ohne! Geht gar nichts ohne! Haben wir hier keine Kaffeemaschine eingebaut? Das ist schlecht! Warum sollten wir jetzt Kaffee kochen? Ja. Aber bei dem Wetter kannst du auch lieber was Kaltes trinken. Ich hab ja noch Sonntag Zeit dafür. Ja. Aber hast du denn jetzt das übernommen? Am Freitag. Am Freitag? Ja, das ist ja gut, dass das noch geklappt hat. Ne? Wo gefällt dir der Hummer? Nimm mal, dann kriegt er dein Brötchen aus dem Mund. Oh Mann, ey. Das kann ja werden, noch. Ja, das ist schlimm. Das war Höchststrafe. Nur 69, weißt du das? Ich sehe nur 69, ey. Das erinnert mich an irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich mehr warte. Das ist immer kein Premium. Da sieht er gar nicht, ob man auch Wärme aufgenommen hat. 65 bitte 13, 69 bitte 13. Commander, Commander willkommen. Hey. Hier spricht der Commander. Also dafür bringst du die Kleine mit. Ja, ja. Genau. Ja. Ich hol dich ja mal, ne? Ich dir auch, wir sehen uns nachher. Tschüss. Ja, das ist doch logisch, oder nicht? Aber meine Kernmaschine will ich nicht fahren. So, 9 FM Ja, oh Mann, du. Wieso blink ich eigentlich? Keine Ahnung. Wir haben aber eine komische Haltung. Ja, ich weiß. Aber das ist schwierig, das Ding da festzumachen. Also. Rudi, hat den Start verpeilt. Da geht er kann. Mal bei dem vorkommen. Nee, ich hab Fahrer gewechselt. Den Fahrer. Nee, komm, das Einfädeln klappt hier ohne Probleme, du. Das ist aber ein absoluter Mittel. Hier sieht auch gerne aus, europäischen Kutscher dabei. Ah, genau. Kurva, Kurva! Kurva, 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 ich bin ja recht außen. Sollen wir zu viel Auto fahren? Wie bitte? Sollen wir zu viel Auto fahren? Ja, das muss man lieben. Wenn man das nicht mag, dann sollte man das auch nicht machen. Ja, dann sollte man das auch nicht machen. Da kommt noch mit der linken Spur, hier tut's gar nichts. Da geht mit was zu trinken. Ja, hat jemand trinken, Kühlschrank, oder? Guck mal, der hat sein Feld. Die linken Mitte, auch nicht schlecht. Du, Abi, komm du mit dir vor. Was soll das? Wir trinken mit das Wicked. Ja, hab ich. Ralf? Ralf für die Commander? Braucht noch jemand was zu trinken für dein Kind? Ich hab ganz recht, Mike. Hab dein Kind, ich brauch noch ein Kind. Da steht irgendwo eine Laura rum, die kannst du gerne mitnehmen. Ich hätte noch ein bisschen Alkoholen abzugeben. Das ist mein ganz kleiner Bruder aus Wolfsburg, der Raffi. Ja? Ja, der gerade so den Kopf geschüttelt hat. So. Das ist mein ganz kleiner Bruder. Ah. Der letzte Woche bei der 2006, oder?
Sind beide dann. Wir freuen uns schön und mündlich ein, Gabi. Tschüss, Mann. Hallo, der Mann. Was? Hä? Ach so! Wer ist hinter uns? Ich glaube, er meint mein Vater. Weil die nämlich der Angriff steht. Die Tauern vor der Planke. Da ist meine Mutter. Oh. Da liegt sie. Und von meinem Klassenkameraden. Mhm. Wer hat das heute erst performt? Ja. Ja, ist die 38. Da sitzt mein Bruder. Ach, da ist mein Hagen. Die Was ist Sascha? Wo bleibst du? Wir fahren Feldweg. Und jetzt wieder auf die Hüpfburg rauf. Gut, fahren wir hier. Okay, bei Kurzekern, vorwärts hier. Gut. Am besten die Mitte. Wie viel? Gibt einer hier das Zeichen eigentlich? Da liegen noch Schuhe an der Seite. Doch, so, richtig so. Na, sind die Pessimas. Kann ja noch. Sali, Kinder, du hast ein Kind drin. Jetzt zu deinem Vorfahren. Schön, die haben wir auch. Genau, die Kinder fahren als erstes. Wie? Pole Position. Oder hat man da hinten drin? Die Gibt ich, da Zeichen? Ich, die Kinder mit dabei haben, dürfen eigentlich als Erstfahrer. Warum stehen hier in der Reihe als fahren sie immer noch so viele? Kommen nicht voran. Kinder ganz von vorne, die stehen und der Rest ganz nach. Nur da oben? Das funktioniert nicht. Ja? Der Vertreter hat mal jetzt erstmal in die Miete fahren und dann kommen die da raus. Die Kollegen, die vorne schon weggefahren sind, macht man nicht so schnell, ne? Damit wir den Anschluss nicht verlieren. Die rote Kinder sind, die können da ruhig mal eine Runde drehen lassen, ne? Die können sich da hinten wieder anstellen. Das ist aber nicht die Thank you.
Büchsenbuddies, guck mal, wen ich hier gefunden habe. Kennt ihr den? Das ist der Piet. Ja. Hallo Piet. Moin. Ne? Ja. Bin ich jetzt auf dem YouTube-Kanal? Ja, bist du jetzt. Siehst du, ne? Tiefer Piet? Kann man nicht fallen. Nein, die sind alles. Und Piet, kann ich euch sagen, Piet ist ein richtiger Trucker, so wie er Trucker sein sollte. Der macht, der schafft und den trifft man auch beim Laden. Oh, weiß ich nicht, ob man alle so richtig ist. Ich brauche gerne mal eine Stunde länger Pause. Egal. So, ich wünsche euch was. In dem Sinne, schönes Wochenende und keep trucking. Munter bleiben. Jo, tschö.